Sandmann. Berlin zwischen Tiergarten und Landwehrkanal, 6. Juni 1915, früher Nachmittag. Ein Mann geht durch Berlin und bald hat er einen ganzen Schwarm von Verfolgern. Der erste, ein Junge, beobachtet ihn schon, als er nicht weit von der Tür, aus der er herausgekommen ist, das erste Säckchen ausleert. Aber das stört ihn nicht. Dort, wo das Trottoir aufgerissen ist, wegen irgendwelcher Arbeiten, mischt er den herausrieselnden Sand, den aufgeschaufelten Berliner Sand, den grauen in den gelben, mit der Stiefelspitze in ein paar kreisenden Bewegungen und sagt: Gioia del Colle. Der durchaus gut gekleidete Herr verstaut das leere Säckchen in seiner linken Manteltasche und holt im Weitergehen ein zweites aus der rechten. Der Straßenjunge pfeift einen Freund heran. Sie folgen dem Mann in einem Sicherheitsabstand von vielleicht 10 Metern. Denn das ist wohl mehr als seltsam, was hier zu sehen ist, wenn auch nicht übermäßig gefährlich, bis jetzt zumindest. Wieder scharrt der Herr, um die 30 wird er sein, mit der Stiefelspitze in einem staubigen Riss im Pflaster, löst die Verschnürung eines dieser Säckchen und lässt es ausrieseln. Die Jungs rücken näher. Lucera, sagt er.